Das ist ja mal wieder typisch Mann. Erst sich groß tun, wie Thormann die Karte lesen kann, und sich dann im strömenden Regen im finsteren Wald verirren und zu allem Überfluss in diesem lauschigen Schlösschen nicht mal nach dem Weg fragen wollen. Dann noch den Schlossbesitzer beleidigen. Und wer sind wieder die Dummen? Natürlich wir Frauen, die in solchen Geschichten immer zerstückelt, geopfert oder zumindest entführt werden. Willkommen zu Grab by the Ghoulies, dem ersten Action-Adventure von Rare für die Xbox. Der Junge hier im Bild heißt Cooper und ist Held der Geschichte, die, wie ihr gerade gesehen habt, in comicartigen Bildern erzählt wird. Als Cooper müsst ihr euch durch das Gruselschloss des fiesen Ghoul-Barons schlagen, um eure Freundin zu befreien. Dazu bewegt ihr euch von Raum zu Raum, insgesamt 100 gibt's im ganzen Spiel. Um einen Raum verlassen zu können, müsst ihr verschiedene Aufgaben erledigen. Entweder alle Feinde im Zimmer erledigen, mal mit, mal ohne Zeitlimit, oder einen Gegenstand wie einen Schlüssel finden. Was ihr jetzt machen müsst, sagt euch immer so ein kleines Icon oben links im Bildschirm. Nicht alle eure Gegner könnt ihr mit Händen und Füßen erledigen, für manche braucht ihr Waffen. Eine Sorte dieser Waffen sind herumliegende Gegenstände, die ihr entweder als Wurf- oder als Schlagwaffen gebrauchen könnt. Ich habe mir erstmal so einen Stapel Flaschen geschnappt und bewerfe diese Tür, die mich nämlich nicht nah an sich ranlässt. Das Dumme an dieser Art von Waffe ist allerdings, dass die Munition ziemlich limitiert ist. Dieses Fass zum Beispiel kann ich nur einmal werfen, dann ist es kaputt. Ein-, zweimal benutzbar, dann sind sie zerstört. Andere Sorte von Waffen sind Spezialgegenstände, die ihr zur Erledigung bestimmter Gegner von Nebencharakteren zugesteckt bekommt. Diese Kerze hier zum Beispiel ist nötig, um Mumien zu besiegen. Gegen die Feuerteufelchen hilft natürlich nur ein Feuerlöscher. Das Besondere an dieser Art von Waffen ist, ihr bekommt sie meistens wirklich nur für einen Gegner und müsst sie danach wieder abgeben. Also, ihr tragt kein Waffenarsenal mit euch herum. Was wäre ein Spiel in einem Grusel-Setting, wenn es nicht auch Schockmomente geben würde? Die Schockmomente in Grab by the Ghoulies kommen in zweierlei Arten daher. Entweder werdet ihr in Ego an sich durch so einen Gang geführt. Dann müsst ihr im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken, damit euch keine Energie abgezogen wird. Die zweite Variante ist, ihr lauft gerade ahnungslos herum. Plötzlich passiert etwas Furchterregendes und ihr müsst so schnell wie möglich dem roten Kreis entkommen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr nur vor Angst bibbern und könnt euren Charakter überhaupt nicht mehr bewegen. Grab by the Ghoulies ist so abgedreht und witzig, wie man es von Rare erwartet. Es sieht klasse aus und es spielt sich verdammt gut. Wer auf skurrile Action-Adventures steht, der sollte sich Ende November schon mal im Kalender anstreichen. Uns hat das Spiel sehr gut gefallen.